Grüß Gott, ist der Jogge 173 da. Wir sind gute Kumpels. Auf eBay hat er was verkauft und der Bruce hat es ersteigert. Jetzt wollten wir das abholen, weil er hat sich nach 3 E-Mails gar nicht gemeldet. Jürgen! Jürgen? Da sind 2 Typen! Jürgen! Sag mal, bist du taub? Das Geschrei haben sie noch in Nürtinger gehört, Mama. Ist wieder was wegen deinem Ebay-Dreck. Ebay? Wieso hast du... Ach Mensch, Mama. Ich hab dir schon so oft gesagt, du sollst ja keinen reinlassen, Heidenei. Hey, ich hab doch gewusst, dass du da bist. Du gehst doch sowieso nie auf die Gasse. Wie sieht's aus? Hey, das ist ja großartig. Sag mal mit dem Geschleime auf. Wer ist der Typ? Wie war das auch so? Ach, das interessiert doch keine Sau. Ich hab hier vollkommen andere Probleme. Was glaubst du, was hier abgeht? Hier kommen jeden Tag 30 E-Mails von Leuten, die die Artikelbeschreibung nicht lesen. Die sind doch nicht mehr ganz bache. Ich verstehe gar nicht, warum die sich überhaupt auf eBay anmelden. Es macht da keinen Spaß mehr. Hey, Moment mal, nicht auch lange, ja? 28K-Modem? Heutzutage hat man doch einen DSL-Anschluss. DSL-Anschluss ist ja super. Weißt du, das Ding funktioniert wenigstens. Hat einer von euch Laule schon mal probiert, bei Arco oder T-Online in der Kunde-Hotline anzurufen? Da hängst du 20 Minuten in der Warteschleife. Und jetzt sag mir mal, wer der Typ ist! Er sagt, er hat bei dir was auf eBay ersteigert. Genau diesen Boba Fett. Artikel 234, 839, 914. Ja, aber in der Beschreibung stand neuwertig. Neuwertig. Wer ist der Typ? Hey, Diggerle, ich hab dir insgesamt 3-mal gemailt und reagier schnell. Ah, du warst der, der mir die E-Mail geschickt hat. Wieso schleppst du den Typen hier in meinen Privatverkauf? Ja, mal zu. Ha, Privatverkauf, das ist doch eindeutig gewerblich. Ich bin privater Verkäufer ohne Mehrwertsteuer. Du rutscht jetzt einfach den Boba Fett raus oder ich melde eBay eine Unstimmigkeit. Unstimmigkeit an eBay melde, wirklich gruselige Drohung. Raus jetzt mit euch, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Überhaupt stand nirgendwo Selbstabholung in der Artikelbeschreibung. Den Boba Fett, wenn ihr Geschäfte macht, entscheid ich. Du gibst mir jetzt den Boba Fett mit oder ich geb dir eine negative Bewertung. Ha 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 ha!